Damit kann man keine großen Sprünge machen. Wüsste ich doch nur, woher ich jetzt das Geld für die Gagen nehme. Wie viel würdest du denn brauchen, Kermit? Oh, Scooter, $27.14. Wow, das ist ja schon Hochfinanz. Oh, warte mal, ich gehe. Hallo? Na, Tag, lieber Onkel, wie geht's? Das ist Scooters Onkel, dein alter Geizkrage und Halsabschneider, dem dieses Theater gehört. Ja, verstehe. Ach, könntest du nicht bitte deine Zigarre ausmachen? Danke. Ja, hier ist alles in Ordnung. Außer, dass Kermit ein bisschen Geld für die Gagen braucht. Aha. 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 Was hat er gesagt? Er sagte aha. Na, fabelhaft. Ja, falls... Falls was? Falls du endlich wieder gute altmodische Unterhaltung in die Show aufnimmst. Ach so, zum Beispiel einen irischen Tenor, ja? Nein. Eine Hundenummer? Mm-mm. Oder Jongleure? Mm-mm. Oder Zauberer? Was dann? Ringkämpferinnen. Glück gehabt. Er hätte auch was Geschmackloses wünschen können. Überraschen wir Sie mit einer ehekulturellen Demonstration weiblicher Grazie und Geschicklichkeit. Hier sind Sie also, direkt von der Barley High Bowlingbahn. Silly, die Gefürchtete und die Geheimnisvolle mit der Brille. Sämtliche Griffe sind erlaubt. Eins, zwei, Frosch. Hoffentlich ist deine Versicherung bezahlt. Eins, zwei. Na dann komm schon, Oma. Und ob ich komme, ich bin schon da. Kommst nicht so rum, das macht mich ganz nervös. Eins, zwei, so. Und noch eins. Und macht ihr Ärger? Oh ja. Oh mein. So. Hast du noch nicht genug? Aua. Was hast du mit meinem Frosch gemacht? Warte, ich zeig's dir! Ach!